Geil, okay. Uff, Alter, das ist Uff. wirklich. Also das ist jedes Mal so, als hätten wir so gerade ein ganz komisches Geschwür entdeckt und würden irgendwie schnell irgendwie zum Arzt laufen. Das ist Es nicht gut. ist tatsächlich sehr, sehr interessant, wie sich das Ganze entwickelt, ne? Wir haben auch gar nicht, wir haben gar kein Vorgespräch. Wir haben jetzt angemacht, Null. als wir uns gehört haben, ne? Ich weiß gar nichts von dir. Ich weiß gar nichts von dir. Ich bin gerade, ich war, ich, just gerade eben war ich noch auf der Autobahn, weil ich 3,5, 4 Stunden gefahren bin von Hamburg nach Berlin und komme Aber hier rein, warum? schnell kacken. Ja, weil ich auf dem Event war. Ja, aber warum machst du sowas? Ja, Hast du doch gar nicht mehr nötig. ich Guck bin dir mal ein, die Zahlen an. doch, doch, ich bin ein Mann von Welt. Ich bin ein Mann von Welt. Ich habe jetzt eine Armbewegung gemacht. Ich bin ein Mann von Welt. Welche Armbewegung? So. Ah. Ah. Intro! Podcast, zwei Tomaten. Weißt du, was mir heute aufgefallen ist? Ich hatte ja Weiß 4,5 ich Stunden nicht. Autofahrt. 4,5 Stunden, 3,5, 6 Stunden Autofahrt. Mir ist aufgefallen, ich möchte nicht so reden wie andere Podcaster. Ich will mir das nicht angewöhnen. Wie reden denn Deswegen andere rede ich jetzt immer Podcaster? anders. Ich rede jetzt immer anders. Ich suche mir jetzt meinen eigenen Stil. Ich rede jetzt immer Stil. so. Ich rede jetzt immer so mit dem Nordischen, aber auch nicht so recht. Ja, zum Glück gibt es keinen erfolgreichen Podcast, der so leicht nordisch so redet und so einen Typen dabei hat, der so ein bisschen Indie-Musik macht, weißt du? Ui. Warte mal, warte mal, warte mal. Jetzt haben wir ganz, ganz falsch angefangen, ne? Also ich Ja, komme gerade aus total. Hamburg. Du bist in auf Spanien. Auf Spanien drauf. Ist eine Ha. Nette, die liegt auch noch im Bett. Es ist inzwischen 18:56 Uhr und die schläft sehr lange. Ich bin auf Malle. Ich bin das erste Mal seit 5 Jahren wieder geflogen. Toll. War Mann, Mann, gut, Mann. war gut, Ja, war richtig gut. Ja, Meine nichts Frage genommen, ist, kein Alkohol getrunken vorher. Ich ich saß wollte, einfach da drin, ja. hab exzessiv Kaugummi gekaut, schon 4,5 Stunden vorher, die Nacht davor nicht geschlafen, hab das geliebt, das ganze Prozedere darum und liebt das auch noch mehr, dass ich das eigentlich, wenn ihr den Podcast hört, morgen schon wieder machen darf. Ich feiere das so krass. Also ich muss sagen, ich hatte bis schon lange in meinem Leben nicht mehr so eine unentspannte Zeit wie irgendwo hinzufliegen und dann wieder irgendwo Darauf zu warten, dass zurückzufliegen. man Ja, zurückfliegt. es ist toll. Also Darauf man kann warten, zwischen. Ich kann auf jeden Fall jedem da draußen ein gutes Go geben. Also wer das jetzt hört für Motivation oder so, nein, fickt euch. Das Thema wird nicht besser. Das Thema ist einfach unentspannt. Ich bin seit 10 Tagen unentspannt. Ich habe gar keinen Bock drauf. Ich will nur nach Hause. Ich aber mag es auch einfach eigentlich nicht. nicht. Nee, überhaupt nicht. Eigentlich willst du jetzt wohnen auf Nein, Malle, weil du nein, jetzt nicht mehr da nein, nein. wegkommst, weil du nicht mehr fliegen Richtig. kannst. Ich habe schon vielleicht diverse Male abends im Bett schon gecheckt, wie lange so eine Fähre Ich fahren würde. wollte gerade fragen, Weil ob du gecheckt hast, wie die ich schon. Fähren fahren. Ja, weil, aber Egal! dauert 8 Stunden, weil auf dem Rückflug ist halt sonnig, aber leicht bewölkt. Und das ist natürlich jetzt bei mir wieder absolutes Game-Over-Szenario. Weil Hinflug war halt Sonne und Sonne, ne? Also keine Wolke am Himmel. Ja. So den entspanntesten Scheißflug, den du haben kannst in deinem Leben. Und jetzt Rückflug ist halt in Deutschland bewölkt und hier ist bewölkt. Das ist nicht schlimm. Das nur einmal kurz, wenn man durch die Wolken geht. Ja, genau, ja. Das Das war hat ja, ganz kurz, jetzt ein das, bisschen das hat jetzt. Ruckelig. Ganz kurz, macht mal so. Aber dann ist alles gut. Ich liebe das, ich liebe das, aber mein ganzes persönliches Umfeld, so wie du gerade, ihr beruhigt mich total. Das dann so, oh, mir geht's dabei nicht gut. Und ich Nein, krieg ich eine gebe dir einen Antwort echten wie, Tipp. nee, ich krieg da eine Antwort wie, ja, ich habe damit kein Problem. Okay, cool. Ja, dann kann ich mich doch auch von der Brücke Nein, ich gebe dir sprengen. einen echten Tipp. Ich gebe dir einen guten Tipp, der mir auch immer weiterhilft, wenn ich dann doch denke, Moment mal, aber das kann jetzt nicht gut sein. Masturbieren beim Start. Auch? Auch? Nee, aber Was auch. machen Sie denn da? Und zack, bist du auf Reisehöhe. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Nein, du musst die Stewardessen, die bleiben immer cool. Solange die cool sind, kannst du auch komplett cool sein. Ja, Solange die ja, cool ja. sind, ist alles gut. Aber du weißt ja nie, wann eine so gefährlichen Sprühdurchfall hat und einfach sehr angespannt guckt, so weil sie eher auf Klo möchte. Das Weil kann die muss ja auch sein. angestarrt Ich glaube, bleiben, da ne? musst du durch. Ich glaube, durch Ja, diese. ich glaube, Durchfall macht mich unruhig. Das ist auch ein guter, guter Folgentitel. Aber Aber nee. erstmal, also den setzen wir mal in Klammern, den Folgentitel, weil so richtig überzeugend tut er mich noch nicht. Also, ich meine, das sind 2 Stunden um den Dreh. 1,50, wenn Rückenwind, 2,20, wenn nicht Rückenwind oder Gegenwind. Das ist jetzt auch nicht so der Riesenakt. Ich habe mich auch auf dem Hinflug einfach nur in meine Switch rein, also wirklich so irgendwie so ein Tennissimulator mir runtergeladen, wo du dir einen Typ Ja. erstellst und dann wirst du ein Tennisspieler und das ist das monotonste, langweiligste Spiel und ich habe das gelebt. Ich bin da durch dick und dünn mit dem gegangen, hauptsächlich dünn, weil der ist ja ein Sportler, ich nicht. Und das war schon schwer, muss ich Ja. sagen.
sich da so rein. Aber dann habe ich irgendwann nichts mehr gemerkt und auf einmal ist gepoltert und dann waren wir da. Ja, siehst du, Toll. Das ist doch halb so schlimm alles. Halb so schlimm. Die große, mal wieder eine große internationale Folge. Ja, die Leute waren total schon jetzt vorbereitet. Spanisch, jetzt Espanol. Jetzt Espanol. Gleiche jetzt kommt Zeitzone. Die Cojones-Folge. Gleiche Zeitzone. Ja. Und die Leute, die auf YouTubes gucken, die sich vor allem auch letztes Mal geärgert haben, dass wir ein viel zu professionelles Bild eingefügt haben. Das nämlich von. Der ist übrigens hier. Wie, der ist hier? Der ist hier, der ist mit mir im Urlaub. Wer ist da? Unser Zeichner. Nein! Der ist mit dabei. Der ist mit dabei. Hast du ihm so ein Bier ausgegeben? Hast gesagt, komm hier. Geht auf mich für die Zeichnung. Und hat er dann gesagt, ja, okay, ist okay. Ich brauche auch nichts für den Merch. Ich hab ihm die Zitrone in sein Corona gedrückt. Sehr schön. Das heißt, er will keine Kohle, falls wir jetzt Merch raushauen. Als wenn das so eine Eventualität wäre. Lass mal überlegen, ob wir Merch raushauen. Na klar! Und jemand hat sich gewünscht, einen Notizblock. Und würde auch dafür 50 Euro zahlen. Ich finde, das ist gut. Das ist eine gute Idee. Ich finde singuläre Merch-Artikel auch deutlich besser. Ich glaube, wir brauchen auch einen Hersteller, der immer nur eine Sache, die ihr gerne hättet, in unserem Design macht. Und die verkaufen wir euch dann für viel teurer. Wir stellen das deswegen auch selber her. Ihr müsst uns sagen, welche Merch ihr wollt. Wenn ihr sagt Cappy, machen wir euch eine Cappy. Alles aber immer 50 Euro. Ja, 50 Euro. Und ich mache das immer. Und dann gehen wir einfach auf Shirtinator. Wir haben hier eine Kita in der Nähe. Ich mache das alles aus den dort geernteten Kinderhänden für euch. Ganz find sehr gerne. Webe ich euch eine Mütze aus Kinderhänden. Ich webe dir eine Mütze aus Kinderhänden. Ist das jetzt gute Werbung für Merchandise? Weiß nicht. Aber also geplant ist es auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, mal darüber geredet. Ich habe übrigens ein bisschen einen Tee, aber das ist ja jetzt nichts mehr Neues. Ne? Ich trinke hier die ganze Zeit so eine Weinlimo. Die gibt es aber nur in Spanien. Und die trinken alle immer, weil es ist ja nur eine kleine Limo. Ja, Auch die Busfahrer in ihren Getränkehaltern haben die Weinlimo drin. Also ich habe eine ähnliche Einstellung dazu, aber als ich dann auch gemerkt habe, dass 1,5 Liter und fast 5% dann doch viel ist, muss ich sagen, also mein Tag bis dato, ich würde sagen, ist eine reine Achterbahn, aber bis dato geht es nur noch nach oben. Aber ist es nicht eine langweilige Achterbahn, die immer nur nach oben geht? Also generell, also ich bin da sehr transparent, ich habe da auch schon viel drüber getweetet die letzten Tage. Ich kann das einfach nicht mehr, ne? Also mein Urlaub besteht darin, mir morgens Müsli zu machen und nach meinem Müsli mit einem Kaffee fange ich eigentlich an zu trinken und dann Und dann, du lachst, also es ist wirklich, nee, es ist 9 Tage. Ich kenne das irgendwo her. Ich finde das, und ich gewinne dem nichts ab, ne? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich gewinne dem nichts ab, weil ich mich so erfolglos und lustlos dabei fühle. Es fällt mir wirklich schwer. Ich kann das nicht, ich mag das auch nicht. Man muss auch diese kleinen Besonderheiten, muss man halt Besonderheiten sein lassen. So wie den Rausch. Sonst ist es nicht mehr toll. Ja, also ich brauche das halt auch jetzt, um über die Runden zu kommen. Ich bin gespannt, wie ich das zu Hause mache. Ne? Also ich lande da Sonntag. Alter, wie alkoholisiert? Das kann doch nicht sein. Welche Folge ist das, in der du erzählst, wie viel du trinkst? Wir machen uns alle Sorgen. Wir machen uns alle Sorgen, Freddy. Also, und eigentlich war ich der schlimm. Säufer hier. Das ist nicht schlimm. Ja, ich dachte mir, dein Image gefällt mir. Ist jetzt mal zack, habe ich den Wodka aufgepoppt. Nein, also ich gebe ehrlich zu, bei mir ist es so ein unterschwelliges Ding. Ich gehe mit Ängsten folgendermaßen um. Ich rede nicht drüber. Ja. Und jetzt dachte ich mir halt so, ja, die Ironie abzustürzen bei jemandem, der 5 Jahre lang Flugangst hat, ist schon mega Joke so. Also es wäre schon eine funny Story so. Ja. Freddy hat es immer erzählt und zack steigt der wieder in den Flieger, obwohl ich seit 18 Jahren fliege und nichts passiert und zack stürzt er ab. Also es wäre ein fucking lustiger Joke gewesen. Ja. So, und dann dachte ich mir, meine Realität findet dann so statt, dann war ich der festen Überzeugung, ich stürze jetzt ab. Auf dem Hinflug hierhin, also das passiert. Und deswegen habe ich jetzt in den 2 Wochen davor fast jeden zweiten Tag dann doch mal, also nicht exzessiv viel, aber jeden Abend so 1-2 Bierchen getrunken, weil ich mir dachte so, jetzt genießt es noch mal, bevor es zu Ende ist. Das ist die Realität, die bei mir stattfindet, weil ich so panisch und ich bin, bei was das angeht, sowas von krass unrational, ungesund und unrational. Auch. Irrational also bei mir war das heißt Thema, das. Bei mir, richtig, dankeschön. Gerne, toll. Gerne. Hallo, ich bin Mitte 30 und gebe kluge Kommentare in den YouTube-Kommentaren ab. Ja. Endlich habe ich auch mal recht. So, schwierig alles, muss ich sagen. Ist nicht passiert. Jetzt bin ich so ein bisschen aufgeschmissen und dann hatte ich schon so viel Alkohol getrunken, habe ich einfach weitergemacht. Also, ich meine,
Aber ich meine, brauchst auch keinen Wecker mehr, morgens tut die Leber weh, sag ich, ne? Also das ist, wäre es nicht besser, dann morgens irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Salziges zu essen, irgendwas, so ein Schwein oder so? Mit, ja, damit Salz? Du, Elektrolyte, ja. Wir hatten das Thema schon mal. Irgendwas, also viel Salz und Elektrolyte und viel auch Fett. Das, ich gehe mal sehr gut essen abends. Weil Fett? Sehr gut. Sehr gut essen. Ja, abends, also aber abends, da bist du ja schon. Da, ja, dabei trinke ich ja jetzt nicht so viel. Ja, naja. Ja. Nicht mal also als Grundlage ist, morgens. Es ist schwierig. Ich weiß noch nicht, ob ich nochmal sowas machen kann. Also ich glaube, wenn dann Urlaub, muss der anders gestaltet sein. Ein Urlaub zum Relaxen, das funktioniert irgendwie nicht. Nee, das bin du ich meinst einfach ein nicht Abenteuerurlaub mehr. Mit Rafting und Drachenfliegen. Mal was Gefährliches, mal raften. Damit ich meinen Freunden meine Bilder zeigen kann mit so einer GoPro auf einem Stick. Ja, nee, aber deswegen, absolut flache Woche. Ich tue mich auch sehr schwer. Deswegen, jetzt darf ich das auch mal sagen, trägst du heute diese Folge, Arthur. Aha. Ich freue mich richtig drüber. Deswegen, freust dich. Überlasse ich dir jetzt auch mal das Wort und schenk mir nach von meiner Rotwein-Limo. Finde ich nicht gut. Finde ich gut, aber finde ich nicht so gut. Ich habe auf der Fahrt tatsächlich hierher von Hamburg viel darüber nachgedacht, was wir reden könnten. Mann, ich was ist das denn für ein cooler, so nordischer Akzent, den du da hast? Ja, es war so eine Idee, ne? Ich hab mir das überlegt. Wir waren ja auf dem Kutter, das darf ich sagen. Wir haben ja Embargo, ne? Embargo heißt, wir dürfen nicht sagen, was wir da erlebt haben vor Ort. Aber ich darf sagen, welches Spiel. Und zwar heißt das, für die Leute, ganz besonders interessant für die Eltern jetzt, die uns verklagen wollten letztes Mal. Das Spiel heißt Man of Medan. Es wird auch Medan ausgesprochen. So wie Medan. Es wird nicht Miden ausgesprochen. Nicht Miden, nicht ey, yo, checker in wer, the house. Wer hat's hergestellt? Fucking bitch. Was denn? Wer hat's hergestellt? Hergestellt. Oder publiziert? Der Developer ja. Ist Supermassive. Ich hoffe, Ubisoft. Supermassive Games heißen, glaube ich. Die haben auch Until Dawn gemacht. Und Bandai Namco. Bandai Namco schön, ist der Publisher, der das rausbringt. Und ich darf ich das sagen? Oh Gott, soll ich das riskieren jetzt? Soll ich das einfach riskieren? Ja, mach mal was Riskantes. Oh Gott, ich hab richtig Schiss, ne? Darf ich sowas sagen? Okay, pass auf. Genug von der Geschichte von da aus Hamburg. Ich habe eine andere Geschichte von der anderen. Ja, was? Von der anderen Firma. Die uns vor Release mal ein Spiel gezeigt hat. Wirst du bedroht gerade? Und hier sitzt keiner neben mir mit einer Waffe. In der Hand. Keine! Alles ist gut. Keine! Oh nee, das darf ich nicht sagen. Aber das darf ich vielleicht nächste Woche sagen. Ich weiß, es ist wirklich, es wäre so lustig, es jetzt zu sagen. Hast du einen Penis gesehen? Nee, es war eine Übersetzung. Ah. Es war eine Übersetzung. Oh Gott, ich sag's einfach. Psst. Okay, ja, mach doch okay, jetzt. Okay, pass auf. Mach ganz leise, weil dann hören sie nicht mehr zu. Es ist auch kein Embargo irgendwie, blablabla. Flüstern. Okay. Also die eine Person ist halt eine Frau und die andere Person ist ein dunkelhäutiger Mann. Ja. Und sie sind zusammen. Und dann sagt die Frau zu dem Mann, das ist jetzt noch nicht, das wird dann wahrscheinlich nicht im fertigen Spiel so sein, aber da in dieser Vorab-Version war es so, dann sagt die auf Englisch zu ihrem Freund, zu ihrem dunkelhäutigen Freund, sagt sie, keep it cool, Tiger. Und dann haben die das übersetzt auf Deutsch, sagt sie zu ihm, bleib mal ruhig, Brauner. Hallo, ganz kurzer Einwand von mir an der Stelle für die Leute, die jetzt schreien, wie kann denn sowas passieren, Digga? Bei solchen Lokalisationen von Spielen ist es halt ganz oft der Fall, dass die Übersetzerteams erstmal nur die Texte kriegen und die Charaktere vorher gar nicht zu Gesicht bekommen. Und in dem Fall waren es auch nur die Untertitel. Und im fertigen Spiel wird sowas dann natürlich nicht mehr passieren, weil das natürlich vorher alles getestet wird. Und jetzt haben sich alle beruhigt und jetzt lassen wir wieder weitermachen mit dem Podcast, oder was? Oh, jetzt ist der Kugelschreiber in meinen neuen Monitor geflogen, weil ich mich so, weil ich so gelacht habe. Oh, da sehe ich schon die ersten Pixelfehler. Wie gesagt, das ging jetzt um ein anderes Spiel. Das war jetzt nicht das gestern. Das war richtig, ein anderes das stimmt. Spiel, wo das vorkam. Bleib ruhig, Tiger. Ich musste sehr lachen. Bleib ruhig, Tiger. Genau, da waren wir auf dem Kutter. Da hatte ich angefangen. Wir waren auf dem Kutter, weil das war so, kennst du diese Events, ne? Die machen ja immer so thematisch, machen sie Sachen, die auch passen. Ich sehe das viel in Insta-Stories, aber ich habe da noch nicht die Reichweite zu, dass ich zu sowas mal eingeladen werde. Kennst du das, wenn Leute
so ähnlich wie du gerade, ne? Wenn man irgendwas macht und dann sagen andere Leute, die das gleiche machen wie du, also meistens sind da irgendwie Streamer oder YouTuber, die dann dir ins Gesicht sagen, oh, ich bin noch nicht so cool, um sowas zu machen. Dauerhafter Zustand bei mir. Kennst du das? Ich will die alle boxen. Was denkst du denn, was ich jetzt denke, wenn du das sagst? Ja, ich, Oh, also sie sagen dir quasi ins Gesicht, du bist ein Arschloch, du machst jetzt diese geile Sache und ich darf die nicht machen, weil jetzt irgendwer entschieden hat, dass du cooler bist als ich. Das sagen sie dir ins Gesicht und du stehst daneben und sagst, dummer Spruch. Das finde ich scheiße. Nee, ich finde das vollkommen richtig. Ich unterstütze die Leute, weil ich bin der Anführer der Leute. Ja. Du sagst das auch immer, ne? Ja, wir sind die unfair Behandelten. Du stehst eben immer neben Merkel und rufst rein, ich bin leider nicht so cool, ich darf nicht mitmachen bei der Besprechung hier. G8-Gipfel. Das mach ich dauerhaft eigentlich. G20 gerade bin ich auch wieder hingefahren, hab alle mal angeschrien. Warum darf ich hier nicht mitmachen? Lass mich mal rein jetzt. Ich bin eigentlich gar nicht auf Mallorca. Ich bin eigentlich wieder in Sylt. Bin ich wohl nicht so cool wie hier. Wo sind denn die? Sylt? G20. Ist das jetzt gerade, oder? Ja, G20 ist, glaube ich, gerade. Ist jetzt gerade, nee. Ja. Ist das so? Doch. Ja, ich muss sein, weil ich guck nochmal, G20, das machen sie höchstwahrscheinlich nicht nochmal in der Großstadt, ne? Das lief letztes Mal semi-prickelnd. Ich könnte mir auch vorstellen, einen französischen Akzent zu reden, hier in unserem Podcast. Ach du Scheiße, jetzt, probier doch nicht, die Identitätsbildung. Beruhig dich mal, Tiger. Idee. Oh Gott, das finde ich ganz schlimm. Findest du ganz schlimm mit den Akzenten? Ja, wir müssen halt auch hier durchballern, ne? Ja, genau, wir haben sehr wenig Zeit. Wie viel Zeit haben wir denn? Total. Also, wenn ich nicht dusche, halbe Stunde. Wenn ich dusche, 28 Minuten. Oh, das hätte ich jetzt gerne hier mit so einem Lachen. Männerdusche, Bruder. Schwierig. Hast du was für unsere wunderbaren Rubriken? Nö, gar nichts. Ich hatte ja auch keine Warum Zeit. Warum nicht? Ich hatte auch keine Zeit. Ja, wie, du hattest keine ich Zeit? Was hast du denn die Woche Zeit. Gemacht? Ich hatte Erzähl auch keine Zeit. Erzähl von Montag bis Freitag, weil ich kann es dir ganz schnell erzählen. Aufstehen, Müsli, Alkohol, liegen. Ja. Jetzt bist du dran. Was hast du gemacht? Oh, ganz viel. Ich war einkaufen. Ich fand das auch toll, wie uns jemand jetzt auf Twitter geschrieben hat. Ich dachte immer, ich habe mit Mitte 20, Anfang 30 mein Leben unter Kontrolle. Aber als ich das von euch gehört habe, uff. Nein, und ich glaube, das fasst ganz gut zusammen. Nehmt euch bitte ein absolutes Beispiel an uns, weil das ist bei jedem auch exakt genau so. Und wer sich jetzt nicht angesprochen fühlt, weil er morgens sich ein schönes Müsli macht, danach vielleicht noch vor der Arbeit joggen geht und vielleicht so eine hübsche Freundin hat, mit der er ein, zweimal im Urlaub fliegen kann, kann man nur ganz ehrlich sagen, fickt euch, ihr seid die absolute Ausnahme und es geht noch schief und dann endet ihr genau hier in der gleichen Plörre-Situation, wie wir gerade sind. Ich glaube, die enden dann nämlich alles nicht. Die enden da, wie bei uns hier, die eine Person um die Ecke in der Bushaltestelle. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Mann oder eine Frau ist, aber diese Person, die wohnt in dieser Bushaltestelle und die sitzt da auch immer auf ihrer Matratze. Jetzt im Sommer mal ohne Decke, im Winter immer mit so einer Down-Decke und dann, ja, die wohnt da jetzt. Hat sie entschieden. Oder alles dazwischen. Das ist Rudi. Ist ein Er. Hast du schon, hatten wir das nicht sogar das Thema mal, dass die auch, dass da du auch du bist sogar, Lieferanten, mit dem Taxi sind wir da vorbeigefahren und dann hast du mir das gezeigt. Und da halten Lieferanten und lassen da Essen stehen und so. Ja, ich finde das voll süß. War ja auch ganz nett. Auch. Wirkt ja auch sympathisch. Ja. Ja. Wo, hatten wir irgendwie ein richtiges Thema? Das war's für diese Woche. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir haben ein paar wichtige Themen. In dieser Sekunde, dank meinem Tinto Verano, den ich hier vor mir stehen habe. Redest du die ganze Zeit von Alkohol? Ja, das ist, ja, Aral. Ja, Geld. Dann hole ich mir jetzt auch was zu trinken, du Arsch. Nein, du kannst jetzt nicht was. Ich erzähle dir. Das kann nicht wahr. Das ist wirklich bei dem Jungen, der hört das jetzt im Nachhinein höchstwahrscheinlich nochmal genau diese Stelle. Du erwähnst einmal was von Alkohol. Ich bin schon zu Fischi gegangen um 10.30 Uhr morgens in die Wohnung und habe gesagt, boah, heute Abend ein Bier trinken. Und seine Übersetzung davon war, Bier? Na klar habe ich das hier. Wir können gerne was trinken. Woraufhin ich gesagt habe, es ist 11 Uhr morgens. Ich kann euch jetzt halt die Geschichte nicht erzählen, weil ich muss sie ihm ja erzählen. Aber wir machen ja so ein Gespräch. Funktioniert ja nicht. Deswegen hier Frederik von Sturm und Ehefrau.
der neue Spotify Original Podcast, funktioniert einfach nicht alleine. Jetzt macht er auch noch, der macht sich halt auch was Aufwendiges. Jetzt muss da natürlich noch irgendwie so ein kleiner Rosettenstern oder so reingedreht werden in den Gin Tonic, weil das geht natürlich nicht so aus freien Stücken, dass man sich mal schnell irgendwie ein Bier öffnet, weil nein, das darf ja nicht in den feinen Goldkehlchenmagen, weil das funktioniert ja nicht mehr beim lieben Arthur. Das muss nur noch so geballerte, hingerotzte Gin Tonic Wirk, ne, Scheiße sein. Hi. Hallo. Na? Das war zu lang, ne? Bisschen, aber ich hab's, glaube ich, ganz gut. Ja? Hör nicht mehr rein. Das war gerade unangenehm. Das war dieses kleine Stückchen zu lang, bisschen unprofessionell. Alle reißen sich den Arsch auf, damit das hier klappt, und dann rennt er einfach weg. Ja, also ich gucke hier gerade unsere Spotify Original Mitarbeiter auf Mallorca an. Und die schütteln den Kopf. Ja, ne? du suchst auch schon den nächsten, den eigentlichen Partner, der jetzt irgendwann mal reinkommt hier in die. Ja, ja, ich habe auch ein Seitenprojekt geplant mit Und Ehemann von dem Charlotte Roach Ding. Und das ist bald das Frederik von Sturm und Ehemann Ding, ne? Ich sag's dir. Ja. Dabei bin ich nicht mal schwul. Oh. Aber den würde ich ficken. Nur für den Podcast. Oh. Ja, ich will ja auch ein Side-Project starten, habe ich schon erzählt. Was denn? Fiktionale Podcasts. Ha. Ha. Um was geht's? Ja, das. Da ist. Titel habe ich. Nee, also tatsächlich Sachen, die mit anderen Leuten irgendwie schon mal angesprochen wurden. Ich hatte aber auch jetzt mal eine Idee. Wir können ja mal gucken, was passiert. Also ich jetzt mal ein Shoutout an die Leute, die jetzt hier gerade zuhören. Ihr könnt ja mal unter dem Hashtag Zweitomate und direkt mit @Zweitomate einfach mal schreiben, was könnte das Thema sein? Was könnten die Figuren sein? Und was könnte das Ziel dieser Figuren sein, was sie verfolgen? Aber erst sieht es so aus, als würden sie es schaffen. Dann sieht es doch so aus, wenn sie es schaffen. Dann sieht es gut aus. Dann kommt aber raus, dass der eine gelogen hat. Dann ist der andere enttäuscht. Alles ist wieder zu Bruch gegangen. Aber dann am Ende, nicht zu glauben, dass sie dann doch nochmal zusammenkommen wieder. Solche Vorschläge bitte mal in die ins Twitter rein, und vielleicht zauber ich euch da eine kleine Geschichte draus. Und vielleicht Freddy auch. Weiß ich nicht, ob er Zeit hat. Ob er jetzt überlebt nach dem Flug, den Flug, und dann noch Zeit hat. Dann überhaupt noch Bock hat, mit mir zu reden nach dem Dissen. Aber ansonsten, wenn ihr weitere Ideen habt, die Geld bringen, schreibt ihr auch Arthur einfach mal so. Ja. Wir sagen immer Hashtag Building a Community. Mit unserer Geilo-Power geht's dann richtig los. Also, ui. Hast du ein Zitat? Ich hätte eins. Warte mal. Zitat der Woche. Ah. Ja, erzähl von deinem Zitat. Ach so, wunderbar. Da, wo ich gerade, glaube ich, unterbrochen wurde, was ich dir erzählen wollte, das greife ich später nochmal auf. Okay. Ist nicht so schlimm, aber mein Zitat der Woche ist, du musst dir so leichte Melodien vorstellen, die von einem Mit-60er im Ausland produziert worden sind, der meinte, er könnte da durchstarten, dann doch gemerkt hat, hey, irgendwie habe ich hier ziemliche Scheiße gebaut und das geht so. Ich sing's dir. Okay, ich bin bereit. Es geht so. Einer liebt immer. Einer liebt immer mehr. Das war Michael Wendler mit seinem neuen Lied. Nein. Einer liebt immer mehr. Mit seiner 18-jährigen Freundin, die sein Motorrad putzt. Wo er cineastisch, sehr, sehr simpel, einfach auf Autoreifen sitzt. Im Hintergrund ein großer Container mit Autoreifen ist und in der nächsten Szeneneinstellung, weil Kosten müssen gespart werden, 5 Meter nach hinten geht und in diesem Container mit Reifen steht, als zweite Location für dieses Video, wo ich mir dachte, es wäre ein wunderbares, tolles Musikvideo, wenn man einfach immer in der Location, wo man shootet, im Hintergrund schon die nächste Location sehen würde. Aber soweit denkt natürlich Michael Wendler nicht. Als nächster Shot kommt natürlich, wie das Motorrad gewaschen wird. Und dann geht's schön auf die Piste. Wunderbares Album. Kann ich nur jedem empfehlen. Momentan, jeder, der sich das Album von Michael Wendler kauft, kriegt
und damit ein Bild veröffentlicht, kriegt auf seiner Instagram-Seite nochmal einen Shoutout, oh Gott, indem er das Bild von dir mit seiner CD postet. Und bis dato sind es, ich will nicht lügen, ich guck mal eben nach. Ich entfolge dem, denn? Ich entfolge dem jetzt! Jetzt hör mal auf. Bis dato sind es ganze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ja, 16 Leute, die das Album gekauft haben, physisch, muss man sagen, ich glaube, das ist auf einem guten Weg zu Bronze. Oh Gott. Einer liebt immer mehr, sag ich dir. Mhm. Einer liebt immer mehr. Das hat mich getroffen im Herzen. Nach 28 Gin Tonic, damit ich mal wieder was gespürt habe. Ja, genau. Ui, ist eine sehr depressive Folge heute. Ja, was ist denn jetzt dein Zitat? Du kannst es ja rausreißen. Mein Zitat vielleicht mit ist, irgendwas Frischem. Mein Zitat ist, die Ballen. Was war? Nein, das ist mein Zitat. Nein. Nein, es geht auch weiter. Ach so, okay. Nein, die Bar hat geschlossen, ist du. Ich hätte von dir nichts anderes erwartet, ne? Also ich probiere zwanghaft dieses Alkohol-Ding zu pushen und du grätschst mir immer wieder rein. Das war wirklich, ich kann dir nicht dein Image abnehmen, das ist schon schwierig. Ja. Ja, ja, war jetzt nicht so spannend, aber ich habe gelacht. Nee. Ich hab mich kaputt gelacht. Wo war das denn? In welchem Kontext? Erzähl doch mal ein bisschen. Nö, davon. Das ist einfach, das muss ja auch mal out of context gehen. Das war in einem Hotel halt, okay, ne? Und die waren, das ist ja ein brandneues Hotel. Wir standen 20 Minuten an der Rezeption, weil drei Großfamilien für eine Hochzeit eingecheckt haben. Ja. Und da war halt nur einer. Und dann waren aber 13 Leute bei der Bar. Und dann hat die Bar zugemacht, als wir darüber gegangen sind. Das war jetzt keine gute Geschichte. Ich wollte irgendwas sagen, weil sonst fühle ich mich so, als wenn ich keine Hausaufgaben gemacht hätte. Und das ist nicht scheiße. Oh. Ja, bitte, danke. Ja gut, dann sage ich direkt natürlich, mein Dankeschön der Woche geht erstmal an die Barkeeperin raus. Ah, die, wieso denn Dankeschön? Die deine Leber gerettet hat. Wie fühlt sich das an? Das war ein Mann, erstens. So. Ja, Barkeeperin. Ja. Weil einschenken, das tun nur Weibers. Oh Gott. Was oh ist denn mit dir? Ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt ein bisschen provokant sein, aber da spricht auch eher der Wein inzwischen. Und ich muss bald wieder in so eine komische Blechbüchse. Zitate Woche, jetzt geht alles runter und drüber. Jetzt weiß ich auch ja, nicht mehr. Jetzt, es tut mir leid, Gott. Du musst mich ja auch updaten. Du bist hier im Zyklus der Welt drin. Du hast das Internet. Ich bin hier, keine Ahnung, hier läuft ein Hamster, damit das Modem connected bleibt, Alter, gerade. Mitten auf dem Land in Mallorca. Du hast das mitbekommen, du musst mir das mitgeben. Du bist Aktion, ich bin Reaktion diese Woche. Ich bin Aktion. Ja, von der Leyen soll jetzt Königin der EU werden. Hast du gehört? Direkt Panikreaktion von Arthur, Politik, na klar, okay. Wie geht's denn Joe Biden? Sollen wir den nicht mal fragen für die EU? Nein! Ich wollte dich auf dem Laufenden halten. Ich habe gerade überlegt, das, davor ich find's war, gut. Die Themen waren ja folgendes. Homöopathie, super. Ja. Dann wieder kleiner Exkurs in Richtung, sind Impfungen eigentlich tatsächlich gut? Und ernsthaft? Dann, naja, das war kurz mal zwischendurch mal wieder der Fall. Und jetzt hatten wir die Eurofighter, die kaputt gegangen sind. Da waren schon wieder welche? Nee, das waren wir haben langsam nur noch vier. Ich glaube, irgendwer hat wirklich gesagt, es waren nur vier insgesamt. Ich war das, letzte Folge. Ja, ich weiß, aber dann hat das, glaube ich, heute nochmal jemand irgendwo anders gesagt. Vielleicht die von der Leyen, die war so, ja, ich muss weg, ganz schnell als Verteidigungsministerin. Wir können nicht mehr verteidigen, wir haben nur noch vier. Genau. Und dann hat nämlich jemand geschrieben noch bei Hashtag #2Tomate. Warte, ich muss es raussuchen. Ich muss es raus. Hier, der Lukas irgendwas. Lukas, hallo Lukas, Grüße gehen raus. Helikopter der Bundeswehr abgestürzt. In meinem Kopf direkt Sturmwaffel. Oh, die haben doch nur 15 Stück. Finde ich super. Genau, dann habe ich darüber nachgedacht, die Live-Shows endlich mal durchzuziehen. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Wir machen eine Tour, du und ich, schön im Bus. Tournamen haben wir, ne? Furzbus. Das ist der Furzbus? Aber da können wir ja nur einen kleinen Bus nehmen, weil wir sind noch nicht so erfolgreich. Das ist okay. Dann ist auch besser, weil dann die Fürze intensiver sind. Die bleiben dann, weil in so einem großen Nightliner verteilt sich der Furz. Gerade wenn du keine große Band hast, nur zwei Leute, weißt du? Das große Problem an der Tour wäre ja, dass ich gerne mal mich dann auf so eine Bühne setzen würde und dann so einen Podcast machen würde, der richtig schlecht ist. Oh, das um einfach nur Leuten mal ins Gesicht zu gucken, wie das aussieht, wenn jemand enttäuscht ist, Geld auszugeben. Weil ich sehe das, also mit diesen YouTube-
Heinis tagtäglich, ne? Also das ist halt jede Entscheidung eine Fehlentscheidung eigentlich. Aber ich würde so gerne mal sehen, weißt du, so jemand, der, keine Ahnung, unsere Hörer, ne? Der so Schweine schlachtet oder so ein Metzger ist, ne? Dem würde ich einfach gerne mal ins Auge gucken, wenn so die erste Träne rausrollt und er merkt, ja, 75 € ist schon zu viel für sowas. 75 €, das gefällt mir, das gefällt mir. Und mal ab von diesem Dauergag, den irgendwie alle bringen, ne? Dieses, die Leute, die da mitgebracht werden, ne? Die Gesichter von denen sind ja immer schon scheiße. Aber wir wollen das Gesicht auf der Person haben, die die andere Person mitgebracht hat und sich schon die Gedanken macht, fuck, jetzt finde ich's schon richtig scheiße. Was denkt denn erst Loretta? Mit Ja, dich keine extra. Ahnung. Also also keine Sorge, ihr könnt natürlich gerne kommen. Wir haben auch viele Sachen vorbereitet. Ich habe immer so eine spontane Witzekiste, werde ich mir unter so einen Sessel legen, dann mit so ein paar Einfach spontanen noch ein paar lustige Hitlerwitzen noch, Hüte. damit man nochmal schnell nochmal so, Hitler, Hitler, haha, unangenehmes Lachen, aber wenigstens haben wir gelacht, weißt Oh Gott. du? Damit dann nicht? Ja, doch, ich lache, ich, ja. Ja. Ich dachte, das geht Ja, dann voll. so. Voll. Wenn es eh schon schlecht war, dann. Ja. Ich, wie Ja. gesagt, ich bringe ein paar Hüte mit. Ich habe so Elfenohren. Da Riecht lacht man gut. sich mindestens 10 Minuten schlapp. Das ist ein Feuerwerk. Ich glaube, das wird einfach eine große Verzweiflungstat, wenn wir das jemals live machen sollten. Ne? Ich meine, wir wollten dieses Jahr schon, es ist jetzt der 5.7., während wir gerade aufnehmen. Ne? Wenn es rauskommt, ist der 6.7. Ja, auf der Mac in Erfurt werden wir höchstwahrscheinlich einen Tag live machen. Wenn ihr in der Nähe von Erfurt seid, nehmt gerne mal den Trip 4 bis 8 Stunden auf euch. Wie kommen wir jetzt auf die Zahl? Ist egal. Neben dem Eintritt zur Messe werden wir auf jeden Fall auch noch was berechnen, weil von nichts kommt nichts, ne? Also muss man auch mal ganz ehrlich So sein. eine Extrakasse Ja, klar. für diesen Das Raum, wo heißt, das ist. die Leute können es aber auch hören von draußen, das ist so das Ding. Aber wenn sie uns sehen wollen dabei, 75 €. Das ist halt ein Preis, auf den ich mich auch eingeschossen habe. Ja, da führt kein Weg jetzt mehr dran vorbei, das ist richtig. Ja. Uff. Weißt du, wo ein Weg dran vorbeiführt? Was denn? Rammstein-Tickets. Die Oh. blöden Pisser haben ihre Tour verlängert und ich stehe halt hier, weil was fange ich denn an mit meinem Leben, wenn ich nur liege und Alkohol trinke? Dann Ja. stehe ich halt auch erst um 12 Uhr auf. So, dann bin ich halt um 12 aufgestanden und dann sehe ich auf Twitter den Trending-Hashtag Rammstein2020 und denke mir, nicht dein Ernst. Direkt am Handy, Eventim, alle anderen Wix-Seiten, die irgendwelche Resales machen für 5-mal den Preis, direkt nicht draufgegangen, direkt Eventim wollte ich die Tickets haben. Alles ausverkauft, Leipzig ausverkauft, Stuttgart ausverkauft, Düsseldorf, 2 Tage jeweils alles immer ausverkauft, Berlin ausverkauft. Ich war kurz davor, mir Logentickets einfach nur, also ich habe es auch gemacht, ich habe mir Logentickets dann in mein Card gemacht für 200 bis 300 € und selbst die waren weg. Die waren alle weg und du wartest halt 50 Minuten, bis du eine Bestätigung kriegst, ob die Tickets da sind, weil diese Seite so krass überlastet war. Und das hat mich ziemlich abgefuckt, muss ich sagen, heute Morgen. Das hat mich sehr enttäuscht, weil ich will die neue Tour unbedingt sehen und das Ja. hat mich traurig gemacht. Also von daher, nach wie vor, lieber Flake, wenn du uns zuhörst, ich würde gerne rein. Hallo. Düsseldorf, ich bin direkt da an der Ecke. Backstage. Nee, Backstage möchte ich nicht. Da hast Angst, ne? Zu viel Angst vor Hast Till Angst, Lindemann. ne? Till Lindemann ist so ein Typ, der pierst dich. Ja, Weißt du das dann ungefragt. so, ah, ich freue mich, dass ihr hier seid. Der redet dann so sehr Ich vornehm, freue hat immer mich, so dass ihr eine Hand hier so seid. auf, genau. Und dann zack, so, dann nimmt er sich einfach ein, so im Schwitzkasten und sagt, ja, du. Und du gehst dann weg und hast einfach so ein Septum oder so, weißt du, einfach so einen fetten Nasenkeulring, wie von so einem Bullen. Und dann sagt er, ha, Rammstein, und geht weg. So, und du hast einfach keine Ahnung, vielleicht noch so ein Genitalpiercing einfach mit, so blub, blub, einfach rein. Ich weiß auch nicht, ich habe einfach Höllenrespekt vor diesem Menschen. Ich weiß auch nicht, was das Macht ist. eure Penisse frei. Ja, genau. Hier ist Zeit. Das ist kein guter Song. Es ist kein guter Song. Ich wollte was Schönes singen. Es hat nicht Ja. funktioniert. Hast du noch was Inhaltliches vielleicht? Überhaupt nicht. Ich wollte was vorbereiten, was Schönes, Inhaltliches. Ich dachte ja, also dass ich noch ein bisschen mehr Zeit habe zwischen nach Hause kommen und diesen Auf Podcast mit gar dir keinen machen. Fall. Und da wollte ich noch ein paar coole Sachen raussuchen. Leider Was, nicht. in welche Richtung sollte es denn gehen? Also ich weiß auch wieso, ich bin ja sehr intelligent. Probier's doch einfach mal. Probier einfach mal ein Thema. Also ich erkläre dir das dann, kein Problem. Irgendwas mit Ich drop mal ein Zahlen. bisschen was. Können wir kurz inhaltliches Intro? Danke. Inhaltliches. Das ist ja eigentlich kein Inhalt. Wow, was für ein Inhalt. Das ist ja eigentlich kein Inhalt.
Interessante Sache. Ja, ich meine immer. Inhaltliches. Wow. Yeah. Das ist echt ein schönes Intro, was gar nicht so klingt wie die von Olli Schulz. Hey, und ey, sorry, ich habe mich an dem Abend hingesetzt. Da war ich auf 8 Bier. Ich find's toll. Und das kam, da hat es nur Bier aus mir geredet. Es ist ja, richtig, okay, richtig gut. Es klingt überhaupt nicht wie das von Olli Schulz, wo er die andere Sache da besungen hat mit der Sache. Was denn? Welches Intro denn überhaupt? Sag doch mal das konkret. Ist kein Intro. Mach doch mal ist, das Fass auf jetzt das hier. Das ist das mit Äthiopien, wo er meint, ja, das ist Böhmermann. Ja, aber das hat Olli gemacht. Für, nein. Na klar. Nein! Natürlich! Ey, ich schwöre dir, lass uns Streit für andere Podcasts gut austragen. Gut. Auf unserem Twitter. Ja, gerne. Wie? Könnt ihr bitte Jan Böhmermann nicht taggen, das wäre uns beiden unangenehm in der Situation. Jetzt Dankeschön. Oh nein. Ich kenne Rezo, jetzt das wäre blöd. Gebaitet. Oh nein. Und jetzt kommt so ein awkward Moment, wo alle denken, oh, das haben die jetzt nur gemacht, damit Jan Böhmermann die mal anguckt. Und dann, oh Gott, oh nein. Nein, 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 das macht er nicht. Der hat ja Urlaub. Gott. Der hat ja Urlaub. Aber jetzt mach mal ein Thema, komm. Ich gebe dir direkt Feedback. Irgendwas mit Zahlen, irgendwas mit Gravitation, mit der Coriolis-Kraft. Gibt sie? Ja, die kenne ich. Mit G. G ist 9,8. Gramm. 8 für Gramm. Für 9,8, glaube ich. Und wusstest du, dass die vor ein paar Wochen das Kilo neu gemacht haben? Neu gemacht haben. Ja, neu es gibt ein gemacht neues Kilo. Haben. Das ursprüngliche Kilo, woran die Einheit gemessen wird, das erste, ne, wo man gesagt hat, okay, wir einigen uns jetzt, dass dieses Gewicht ein Kilo ist. Ja. Das wurde neu gemacht, weil es jetzt eine noch genauere Masse und ein genaueres Gewicht gibt, was auf längere Sicht mehr ein Kilo ist. Ja, das war inhaltliches. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Fuck, unter Alkohol und Freelancen sollte man das nicht machen. Tschüss, bye, aus der Kategorie Inhaltliches. Bye, tschüss. Inhaltliches. Das ist ja eigentlich kein Inhalt. Wow, was für ein Inhalt. Das ist ja eigentlich kein Inhalt. Interessante Sache. Ja, ich meine Inhaltliches. Wow. Das war gut. Ja. Das war sehr gut. Das war sehr inhaltlich. Ja. Für alle Mamis da draußen. Grüße gehen raus. Oh Gott. Ich habe übrigens Beef mit unserer Outro-Sprecherin, ne? Nein! Doch, doch. Wie denn? Ich habe Beef mit der, mit dieser Lara Loft. Ich glaube, du wohnst in der Wohngemeinschaft. Ja, mit der. Ja. Ja, also, ja. Airbnb. Es gab da so mal einen gewissen Tweet von dem Zweitomate, wo eine junge Zuhörerin unseren Jingle, deinen Jingle, den du dir zum Zweitomate-Podcast ausgedacht hast, nachgesungen hat. Und ich habe den retweetet auf diversen Gläsern Wein mit dem Zitat Ehre, weil natürlich absolut im ironischen Kontext und nicht frauenverachtend gemeint. Wieso denn frauenverachtend? Ihr Bitches. Als so, wenn das... Oh Gott. Nein, aber und dann hat gewisse Frau Loft geschrieben, wollten wir nicht das Wort Ehre weglassen? Ja. Haben wir das gesagt? Ich weiß nicht, ob du da... Haben wir das im Podcast gesagt? Nee. Oder ihr in der Wohngemeinschaft? Ich glaube, das meint sie so generell. Also, die Menschen-WG. Ich möchte mal kurz wieder die Kanne hier, die hier vor mir steht, mit Whoop-Ass, möchte ich mal kurz aufmachen, ne? So, und dann wieder zu, weil ich mag Lara eigentlich voll gerne und ich habe eigentlich überhaupt kein Problem mit der, aber ich wusste nur nicht, ob wir darüber geredet haben oder nicht. Haben wir das? Über das Wort Ehre meinst du jetzt? Ja, total. Wollten wir das ablegen? Ich habe das. Nein. Also ich bin doch total entrüstet darüber, wie das Wort zerrissen und kaputt gemacht wurde, die eigentliche Bedeutung in den Müll geworfen wurde. Was ist denn die Bedeutung? Wie jetzt? Was ist denn die Bedeutung? Ja, mach mal die Bedeutung. Ich suche mal raus. Ich suche mal ehrenvoll, kurz die Bedeutung von ehrenhaft, Ehre. Ehrenvoll, ja? Wie ja, das sind ja andere Wörter. Nö.
Doch, nein. Ehrenvoll ist ein zusammenhängendes Wort. Wenn du da schreibst Ehre, dann ist, meinst du ehrenvoll, ehrenhaft. So, das gibt's aber nicht mehr, weil diverse Leute, mittlerweile ist es ja auch per Hand of Blood auch komplett eskaliert, das einfach komplett fremdentzwendet haben, wie sagt man? Fremdentzwecktet haben. Entfremdezweckt haben. Zwecki Mörderpuppe. Zwecki. Der Entzwecker. Reingefickt haben. Die mal schön reingefickt haben jetzt. Ja, ja, nee, aber also so Ehre wie schick mir Nacktfotos auf Ehre. Du, das Thema hatten wir doch, oder nicht? Ja. So, nee, deswegen ja. Haben wir, deswegen, ich hab ja auch unter dem Tweet, hast du es gesehen, ich hab mich dann distanziert. Ach, stimmt! Ja, weil du es auch geschrieben hast, ich habe mich dann distanziert. Es war erst so, warum hast du ihm denn nichts gesagt? Ich dachte mir, nee, das werden wir jetzt schön öffentlich ausführen jetzt hier. Alles klar, gut, dann möchte ich mich im Nachhinein auch nochmal davon distanzieren und hiermit offiziell bekannt geben, unser Twitter-Account wurde gehackt. Woo! Oh, doof gelaufen. Scheiß Schweine! Scheiß ehrenlose Schweine. Scheiß ehrenlose Schweine sind das alle. Übrigens mal kurz die Definition. Erstmal wichtig und lustig in dem Kontext. Ehre ist feminin. Oh. Oh, die Ehre. Ja, Ehre. Dere. Ehre, dass die Ehre Dere. Feminin ist. Dere. Das Ansehen aufgrund offenbaren oder vorausgesetzten, in Klammern, besonders sittlichen Wertes. Oder Wertschätzung durch andere Menschen. Oder Zeichen oder Bezeigungen? Okay. Zeichen oder Bezeigungen der Wertschätzung. Bezeigungen hört sich immer noch falsch an. Bezeigungen ist einfach ein Wort, was wir komplett abschaffen sollten. Ehre! Auf Ehre abschaffen sollten, meine ich natürlich. Oh, schön, das ist eine Kackfolge, ne? Was? Was denn? Ja, ich hab nur gerade was sehr Schlaues gelesen. Du kannst nicht seit fünf gelesen. Folgen. Ich habe einen wichtigen Buch, einen sehr schlauen funktioniert Buch. Funktioniert nicht. Nein, ich möchte kurz betonen, wir haben inzwischen 104 Zuhörer. Und da hat keiner dran geglaubt, ne? Ich weiß immer noch, wie diverse Personen, auf die wir nicht eingehen müssen, nach unserer ersten Live-Folge gesagt haben, das war der cringieste, schlimmste Podcast, den ich jemals gehört habe. Und jetzt haben wir uns diese 103, 4, je nachdem, ob der Jürgen wach ist oder nicht, Leute erarbeitet, ne? Und dann sitzt du immer noch hier und streust deine da bin ich raus. Da muss ich auch sagen, wenn ich in diese Blechbüchse steige und mich mit 400 km/h in die Luft katapultieren lasse, da bin ich raus. Da bin ich genauso raus wie jetzt hier. Da bin ich raus. Da habe ich keine Lust drauf. Oh Gott. Es bricht alles zusammen. Es bricht jetzt alles zusammen. Aber wenn dann live in der Folge. Wenn dann schon ein fetter Ehestreit in der Folge. So geil. Es reicht mir jetzt mit dir. Ja. Beruhigt euch mal, du kleiner Tiger, du. Guter Folgentitel. Beruhig dich, Tiger, ist so ein toller Folgentitel. Wir nehmen Beruhig dich, Tiger, als Folgentitel. Du kannst das nicht wegmachen jetzt. Es geht so super. Schade, dass das Spiel nicht von Ubisoft war. So, ich muss duschen. Du musst tatsächlich duschen, ne? Ich muss kürzeste Folge aller Zeiten. Und das ist stimmt aber nicht. Auch gut. Das stimmt nicht. Doch. Das stimmt nicht. Wieso denn Nein, nicht? Wir hatten schon mal eine kürzere. Da hattest du schweren Durchfall. Oh, ich hatte echt Durchfall, ne? Ja. Shit. Ist dir aufgefallen, wie... Shit ist gut dazu, ja. Wie ich letzte Folge so tatterig geredet habe. Ich war so müde, ne? Ich bin gerade aufgestanden, es ist mir richtig unangenehm gewesen, ne? Ich wollte schon schreiben, sag mal, Du hast tatterig geredet? Ich habe so hingeblöbbelt alles. Du bist auch sehr, sehr so überreflektiert, kann das sein? Mhm. Arbeitest du viel mit dir, so? Mit Spiegeln, ich arbeite viel mit Spiegeln. Ich bin Hörst du mal so in dich rein und guckst, was abgeht? Oder? Ja, tatsächlich. Ja. Gerade auf langen Autofahrten. Hör mal auf damit. Autofahrten von Hamburg nach Berlin. Ach du Scheiße, Alter. Gehe ich immer sehr Leute. Viel in mich und reflektiere da Seele und Geist und Körper gegeneinander, miteinander. Und saufen wir einen rein. Nee, nicht auf der Autobahn, Kinder. Nicht auf der Autobahn. Dann kurz die Ausfahrt nehmen, nimm die Landstraße, ein paar Kühe mitnehmen. Hat jetzt keiner geweint. Aber wenn du dort den Laster umfährst, dann sind auch noch andere Leute involviert. Das ist nicht gut. Wehe, jemand tötet ein Tier aufgrund dieser Folge. Oh wir Gott. Haben nichts mit euch Leute, zu tun und wir distanzieren uns. Oh, es ist alles, es ist doch distanzier nicht wahr. Mich, wenn du das ich distanzier jetzt mich von der Ehrenkuh. Ist schon vorbei, ne? Fuck. Ist jetzt gleich vorbei, ja. Ja gut, dann Kannst du noch was sehr, sehr Schlaues zum Outro sagen, damit wir vielleicht auch ein Spotify Original werden? Ui. Oh, ich hatte so viele lustige Sachen mir überlegt, hab nichts davon gesagt. Und weißt du warum? Weil ich nichts aufgeschrieben habe. Nee, ich kann nicht auf Zuruf. Ich kann nicht auf Zuruf. Ja doch.
Ja, ich wie, kann ja das auch wie beim Bumsen oder was? Ich kann Tiere nachmachen. Mach mal. What? Cool. What? Mit diesem Schaf. Wir haben noch nicht mal die schwarze Ariel besprochen. Scheiße! Ah, fuck, ja. Wie findest du es? Mach mal ganz kurz. Ich find's total in Ordnung. Ich, Du musst dagegen sein jetzt, weil sonst. Ach so, ich. Boah, schwieriges Statement zum Schluss. Ich wollte gerade einfach ganz schnell sagen. Wäre auch ganz komisches Statement zum Schluss gewesen. Das ja, ich musste dagegen sein, mach ich natürlich nicht. Das piep ich raus. Mach ich natürlich nicht. Mach ich natürlich nicht, du Idiot. Ich piep das raus. Dann mach's. Ach Gott, Alter. Ich find's kritisch. Ich würde mich gerne kritisch damit auseinandersetzen. Eigentlich nicht. Ich bin komplett auf Arthurs Seite. Aber weil ich die Gegenseite sein muss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann. Schreibt uns gerne mal eure Meinung zur schwarzen Ariel. Beruhigt euch mal, ihr kleinen Tiger. Alles gut. Wünscht mir Glück für den zweiten Flug meines Lebens. Alles Gute, Mann. Und ja, Arthur, wir hören jetzt direkt auf, miteinander zu reden, weil ich muss duschen. Ja, viel Spaß damit. Tschüss. Hallo, und wenn ihr den Zwei-Tomate-Podcast auch so cool findet wie